In der Welt von One Piece hat Kaido seinen Plan offenbart und nun kann und darf die Marine nicht stillstehen, denn Kaidos Ziel ist es, den Frieden der Welt zu zerstören. Wie wird Akainu auf diese Ansage reagieren? Was wird er tun und vor allem, kommen die Admiräle endlich nach Wano Kuni? Und damit, ja Leute, was geht ab? Willkommen zu einem neuen Video und in dem heutigen Video haben wir ein sehr, sehr spannendes und interessantes Thema. Bevor wir da aber drauf eingehen, der gute iSam, ein sehr, sehr langjähriger Bro von mir, der haut jetzt am 8.8. einen dicken neuen Song raus, ja, One Piece Theorien und Mythen Teil 4. Ich denke, viele von euch kennen die Legacy der Theorien und Mythen Songs von dem guten Sam. Deswegen, ich verlinke das Ganze mal in der Videobeschreibung. Schaltet auf jeden Fall ein, checkt das auf jeden Fall ab und nun auf ins Video. In den letzten Wochen und Monaten haben wir uns stets gefragt, ey, wie will Oda diesen Krieg Marineford wirklich wie ein Kindergarten aussehen lassen? Wie will Eiichiro Oda das schaffen, diesen Krieg wirklich so gigantisch zu gestalten, dass dieser Krieg, der jetzt vor der Haustür steht, der vor unseren Augen jetzt wirklich startet, wie will Oda schaffen, diesen Krieg so heftig zu machen, dass Marineford echt da im Schatten stehen wird? Das hat Oda uns versprochen und da gehen wir jetzt natürlich auch nochmal drauf ein, wie man das aufbauen kann. Denn Leute, jetzt mit dem Plan von Kaido, den er jetzt enthüllt hat, ändert sich so einiges. Ja, wir hatten ja vor kurzem die Einigung bzw. mehr oder weniger die Aussage bekommen, dass zum Beispiel Akainu zum Beispiel Kizaru nicht losschicken wollte, weil Kizaru hatte sich ja freiwillig angeboten damals, ey, soll ich nach Wano Kuni reisen, und Akainu meinte dann, nee, wir wissen nicht, wie stark die Samurai dort sind etc. pp. Und natürlich ist das Ganze eine Farce. Es geht nämlich darum, dass die Weltregierung indirekt nämlich mit Wano Kuni Handel betreibt. Es geht ja nämlich darum, dass die Seestein von Wano Kuni kaufen und deswegen Wano Kuni vermutlich dann im Groben Ganzen in Ruhe gelassen wurden. Das Ganze wurde höchstwahrscheinlich von Orochi, Kaido und eventuell sogar auch von Doflamingo mehr oder weniger so ins Leben gerufen, beziehungsweise so aufgebaut. Aber da wir jetzt auf der einen Seite haben Orochi, der vermutlich nicht mehr ist, ich weiß, wir alle denken, er lebt noch, also er wird noch irgendwie wiederkommen, ja, da müssen wir mal abwarten, aber für die Weltregierung sieht das natürlich anders aus. Die können nicht so denken wie wir quasi, dass Oda ihn natürlich am Leben lässt oder irgendwie sowas in der Art. Die Weltregierung geht vermutlich sehr stark dann davon aus, dass Orochi gestorben ist, und wenn das die CP-Einheit weiterleitet und somit dann auch dementsprechend gleichzeitig auch die News von Kaido, dass er die Welt ins Chaos stürzen wird, dass er die Welt mit Hilfe der antiken Waffen ins Chaos stürzen wird, dann, meine Freunde, wird sich die Weltregierung hier bezüglich ihrer Einstellung, was Kaido angeht, gewaltig ändern. Ich meine, wenn nämlich der Handel von Seestein wegfällt, haben wir hier ein gigantisches Interessenkonflikt. Ja, die Weltregierung will Seestein haben, aber sie haben jetzt keinen Lieferanten mehr, weil Kaido einerseits jetzt Krieg führt und Orochi aus der Sicht der Weltregierung, ja, ich unterstreiche es nochmal, aus der Sicht der Weltregierung tot ist, dann will die Weltregierung natürlich trotzdem ihr Seestein haben. Das bedeutet, früher oder später werden die dann ihr Interesse hegen und dann dort einmarschieren, beziehungsweise sie werden es versuchen. Demnach würde die Weltregierung hingehen und zu Akainu bzw. Sakazuki sagen, ey du hast jetzt von uns das Go, hier gibt es ja, und das werden die tun, ja, sie werden den Krieg als Vorwand nehmen, ja, die öffentliche Sicherheit und so, das werden sie als Vorwand nehmen, hinterrücks aber haben sie halt einfach nur Interesse an dem Seestein. Sie werden zu Akainu sagen, ey, du kannst da einmarschieren, Kaido hat jetzt uns allen den Krieg erklärt etc., das muss schnellstmöglich erledigt werden, um dann hinterhältig einfach die Kontrolle von Wano Kuni zu bekommen. Also da hat die Weltregierung eine sehr, 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 sehr hohe Interessensrate, was das angeht. Und dann ist natürlich die Frage, wenn Akainu das Go bekommt, oder er muss ja nicht nur das Go bekommen, er muss ja, oder er wird wahrscheinlich den Befehl dazu kriegen, und das wird er dann vermutlich dann auch einfach machen, weil das halt auch mehr oder weniger die Aufgabe des Marine-Dudes ist, ja, dass er dann den Befehl bekommt, ey, ihr müsst die aufhalten, und wer geht dann nach Wano Kuni? Und Leute, es gibt viele, viele, viele Möglichkeiten, aber lasst uns eins feststellen,
Es werden, wenn welche gesandt werden, dann werden das mindestens zwei Admiräle oder es sollten mindestens zwei Admiräle sein. Ein Admiral ist zwar okay, ist nice, aber ein Admiral alleine auf Dressrosa war ja schon da und ich denke, dass mit zwei Kaisern hier, mit Big Mom und Kaido, da sollten schon zwei Admiräle auf jeden Fall drinne sein und wer weiß, vielleicht geht Sakazuki ja selber mit aufs Schiff und fährt mit nach Wano Kuni. Das wäre ja schon mal ein wahnsinniger Hammer, weil dann auf der anderen Seite wäre es nicht nur Kaido und Big Mom, die Ruffy im Weg stehen würden, dann auf der anderen Seite natürlich auch noch vielleicht zwei sehr, sehr, sehr starke Admiräle und dann, Leute, haben wir hier einen Krieg, der Marineford in der Tat dann wirklich in den Schatten stellen wird. Ja, wir haben zwei Kaiser, wir haben Ruffy, wir haben die Supernova, also die verschiedensten Rookies, ja, von Kid, Law, Hawkins, Apu und. Wir haben so viele Leute. Dann haben wir die Marine, also die Admiräle vermutlich. Also generell vielleicht zwei Admiräle. Es ist eigentlich egal, ob es jetzt ein Kizaru ist, ja, oder Green Bull oder Fujitora. Ja, vielleicht wegen der alten Rocks-Zeiten, Big Mom und Kaido und sonst. Vielleicht kommt sogar Zengok auch noch mit. Man weiß es ja nicht. Ich meine, Zengok ist zwar so eine Rente, aber Leute, wir haben es gesehen. Zengok, der wurde auch schon häufig eingesetzt. Ich meine, er hat Doflamingo damals mit abgeholt. Auf Dressrosa war er mit am Start. Dann hat er gegen Jack mitgekämpft. Und. Also, Zengok, er ist zwar so zurückgetreten, aber er ist trotzdem noch irgendwie bei der Marine. Und vielleicht sagt er, alles klar, wegen der Rocks-Ära damals und so werde ich oder fühle ich mich damit verantwortlich, weil ich als Großadmiral vielleicht es nicht geschafft habe, die aus dem Weg zu räumen und sonstiges. Dann packt ihn vielleicht so dieses Pflichtgefühl. Ja, vielleicht kommt Zengok auch noch mit, ja, vielleicht sogar auch Gab, ja, aber ich glaube, das eher weniger. Aber es wäre natürlich lustig. Aber versteht ihr, was ich meine? Dann hätten wir noch die Marine mit sehr, sehr starken Kämpfern da. Und who knows? Eventuell kommt ja auch noch die neue Waffe der Marine mit, ja, die SSG-Waffe, die Waffe, wo man sich wirklich jetzt von verspricht, beziehungsweise wo die Marine sich von verspricht, dass sie die kompletten Samurai ersetzen werden und was diese Waffe dann eventuell drauf hat, das wird natürlich wahnsinnig heftig sein. Und das ist dann auch erst nur der Start dieses Krieges. Ich meine, dieser Krieg wird sich immer weiterentwickeln, immer mehr aufbauschen, also dieser Krieg, der wird nicht innerhalb einem Tag wird der zu Ende gekämpft sein. Das wird nicht so eine kurze Dauer sein. Ich meine, es gibt noch viele weitere Leute. Ich meine, Kaido hat vermutlich auch noch viele Allianzmitglieder zum Beispiel oder viel Connection, wie zum Beispiel Whitebeard damals auf Marineford. Dort wird Kaido auch noch ein paar Schiffe haben. Dann wird vielleicht von Big Mom auch noch der ein oder andere kommen. Ich meine zum Beispiel Katakuri, wenn der auftauchen würde, wäre das natürlich auch noch anders. Jackpot, das wäre mega nice. Wenn der mitkriegt, ey, da kämpfen jetzt alle auf Wano Kuni und ich hänge hier rum. Also dann wird er vermutlich mit der Spiegelwelt oder irgendwie anders wird er dann natürlich auch versuchen, dort hinzukommen oder hinzugelangen nach Wano. Dann natürlich die Strohhut-Allianz, ja, die Strohhut-Flotte, die spielt ja auch noch eine große Rolle, die hier vermutlich auch noch Ruffy dann früher oder später helfen wird, wenn es halt wirklich richtig ernst wird. Und Leute, dieser Krieg auf Wano Kuni, der fühlt sich wirklich schon an wie dieser finale Krieg. Es fehlen halt wirklich nur noch ein, zwei weitere Parteien, dann ist das in der Tat dieser finale Krieg. Es würde dann demnach nur noch Blackbeard fehlen und Shanks mehr oder weniger, die da auch noch ein bisschen mitmischen. Dann hätten wir im Großen und Ganzen alle Kaliber hier vereint. Währenddessen würde sich dann die Revolutionsarmee um die Weltregierung kümmern, dann hätten wir schon diesen finalen Krieg. Aber irgendwie wünsche ich mir das dann doch nicht. Aber ich meine, wenn Akainu jetzt da wirklich diese Entscheidung trifft, darauf reagiert und lossegelt und wirklich Akainu selber nach Wano Kuni reist, weil ich meine, er hat ja vorher damals die Klappe groß aufgerissen. Er sagte, ey, solange ich Großadmiral bin, ja, lasse ich die verdammten Piraten nicht das tun, was sie wollen. Dann soll er halt wirklich mal Taten walten lassen und wirklich mal selbst jetzt hin segeln. Ich meine, bei Blackbeard ist er auch selber hingesegelt. Jetzt ist natürlich die Frage damals, ob es jetzt nur wegen Bonnie war, weil wir haben ja so die kleine Vermutung, dass Bonnie und Akainu etwas sehr, sehr, sehr komisch zueinander standen oder stehen, irgendeine komische Beziehung zueinander haben, ob die sich kennen oder sonstiges, weil Akainu sich Sorgen gemacht hat um Bonnie. What the fuck? Ja, Bonnie ist einfach eine Piratin, Akainu hasst Piraten. Aber ob das vielleicht daran nur gelegen hat, aber vielleicht, wenn es wirklich um die Kaiser geht, dass Akainu dann selber Hand anlegt und wirklich selber dann lossegelt und dann wirklich auch gegen die Kaiser kämpfen wird. Ich meine, wie heftig wäre das, ja? Zwei Admiräle dann gegen Kaido zum Beispiel oder zwei Admiräle gegen Big Mom, ja, oder die teilen sich auf oder sonstiges. Also das wäre schon der absolute Wahnsinn und das wäre dann halt ebenfalls so ein Kampf wie Akainu gegen Whitebeard auf Marineford. Also dieser Kampf, wow, wahnsinnig krass. Im Großen und Ganzen geht es einfach jetzt darum, die Frage zu klären,
Wird die Weltregierung jetzt grünes Signal geben für Akainu? Werden die sagen, okay, wir handeln jetzt nicht mehr miteinander, wir haben einen Handelspartner verloren, Orochi ist augenscheinlich tot für die Weltregierung. Wir wollen trotzdem Seestern haben. Akainu, du musst da jetzt hin, beziehungsweise ihr müsst da jetzt was unternehmen, weil wir brauchen unseren Seestern, weil Seestern ist für die Marine einfach essentiell. Und da kann ich mir sehr gut vorstellen, dass, wenn diese Frage geklärt ist, dass es nicht lange dauern wird, bis die Admiräle dann endlich auf Wano Kuni auftauchen. Ich persönlich finde dieses Thema gerade in Bezug jetzt auf Kaido und Big Mom, weil wir hier zwei Kaiser haben, immer viel, ich finde es einfach sehr interessant. Also ich bin da mal sehr gespannt, Leute, und des Weiteren bin ich natürlich mal gespannt auf eure Meinung. Was sagt ihr zu dem Thema? Was sagt ihr dazu, dass Kaido und Big Mom hier vermutlich bald gegen Admiräle kämpfen werden? Vielleicht sogar auch gegen Ruffys Crew oder sonstiges? Dann hätten wir halt wirklich diese Herausforderung für die Strohhutbande, die halt wirklich zeigt, wie weit diese gewachsen sind. Aber ich bin gespannt, wie Akainus Reaktion jetzt auf die ganze Situation sein wird. Ich bin gespannt, was Akainu dann jetzt tun wird. Leute, eure Meinung dazu gerne in die Kommentare. Und falls euch das Video gefallen hat, lasst auch gerne einen Daumen nach oben da. Wäre sehr nice von euch. Würde motivieren. Ist super nice von euch. Und ja, ich bedanke mich für den Support, Leute. Besten Dank dafür. Und falls ihr noch nicht abonniert habt, Leute, tretet gerne der Crew bei. Haut das Abo gerne rein. Ist kostenlos. Ich halte euch stets auf dem aktuellsten Stand bezüglich die neuesten Spoiler, die neuesten News etc. zu One Piece. Und dann bin ich jetzt raus. Wünsche euch einen entspannten Tag. Checkt den guten Ice Sam ab. Verlinke ich unten. Haut rein. Ciao und tschüss.